Sonstens TV, heute wieder hier. Wir präsentieren euch die Auflösung zu dem Zaubertrick, den wir euch gestern gezeigt haben. Wer sich das wirklich angeguckt hat und sich ein bisschen Gedanken gemacht hat, der wird wahrscheinlich eine Auflösung gefunden haben. Allzu weit entfernt dürfte das ja nicht sein, wenn man sich so wirklich damit beschäftigt. Einige googeln sowas natürlich und auch finden das genauso vielleicht, so wie wir die Informationen von haben, wie das überhaupt funktioniert. Und jeder, der jetzt nicht die Arbeit gemacht hat, jetzt hier mal die Auflösung. Also, der Euro, das Glas, das ist übrigens noch heilige Prima, also, und es ist auch hier noch in diesem Universum, und das heimtückische Zeitungspapier. Letztendlich ging es gestern sehr viel um Dramaturgie, darstellen, versuchen zu abzulenken von der eigentlichen Sache und letztendlich dann zu überraschen mit dem Effekt. So, deswegen, es war also enorm wichtig, natürlich das Zeitungspapier ins Spiel zu bringen, nicht aufgrund der Tatsache, dass man nicht sehen soll, was da drin ist. Deswegen auch das Augenmerk wurde auf den Euro gelegt und ich angeblich durch die Tischplatte drücken wollte, das war es aber nicht. Und dann wickelt man das also erstmal wunderbar ein. Tut so, als ob das nur so dazu dient, dass ihr es nicht seht. So, macht ihr mal schön von rum. Man sollte auch versuchen, wirklich die Konturen zu erhalten, sodass man glaubt, immer noch ein Glas sehen zu können. Das Tolle an Zeitungspapier ist halt immer die Tatsache, dass wenn es einmal geknickt ist, es seine Form sehr gut beibehält und trotzdem eine sehr feste Konstruktion immer noch irgendwie erhält. So, dann, ich will es jetzt gar nicht so weit ausführen, ich will es nicht so einmal zack, zack, zack machen. Den Euro draufgelegt, das Glas drüber und dann ist es immer wieder verschwunden, aber trotzdem noch da und es ging ja auch gar nicht darum. Letzten Endes ist es so, dass irgendwann im Laufe dieser ganzen dramatischen Darstellung von gestern wird das Glas, also ich habe jetzt hier unten etwas liegen, das ist weich gepolstert und man kann halt, wie gesagt, den Griff hier den Daumen an den Fingern ein kleines bisschen lösen und schwupps, entfliegt das Glas aus seiner Haltung. Aber trotzdem bleibt dieses Konstrukt hier noch großartig erhalten und es wirkt immer noch so wie vorher. Wenn man jetzt das einigermaßen geschickt macht und das so hält, dann wird man den Ausfall des Glases gar nicht bekommen als Zuschauer, als Betrachter. Und dann schwupps, natürlich das Ganze lediglich nur ein kleiner billiger Trick.